Am Vormittag beschäftigt eine Bombendrohung in Ungarn die Behörden. Und natürlich übt sich das auch auf den Bahnverkehr aus. Denn ein Unbekannter, der ruft in der Früh die ungarische Polizei an und behauptet, dass sich Bomben in internationalen Zügen befinden würden, dass sie dort platziert worden sind. Ja, die Behörden, die reagieren natürlich sofort. Sie stoppen insgesamt 18 internationale Züge. Die Fahrgäste der Züge, die werden evakuiert und die Waggons, die werden natürlich durchsucht. Das sagt zumindest die ungarische Polizei in einer Aussendung. Bisher gibt es allerdings keine Informationen über mögliche Bomben. Ja, wegen dieser Bombendrohung allerdings ist der Bahnverkehr am Mittwoch zeitweise komplett eingestellt. Und das betrifft vor allen Dingen die Verbindung hier Wien und natürlich die ungarische Hauptstadt Budapest. Insgesamt für 2 Stunden also wurde sie eingestellt. Ab 13 Uhr wurde diese Sperre dann auf ungarischem Staatsgebiet wieder aufgelöst. Je ein Railjet von der Verbindung her Wien-Budapest und Budapest-Wien, der fuhr dann nicht, sondern der fiel aus. Ja, von der Sperre war aber allerdings nicht nur diese Railjet-Verbindung betroffen, sondern natürlich auch der Nahverkehr im Grenzgebiet. Und da richtete dann die ÖBB natürlich einen Schienenersatzverkehr zwischen Nickelsdorf und Bruck an der Leitha ein. Ja, die behördliche Sperre, die wurde aufgehoben, aber die ungarische Staatsbahn MAV informiert derzeit auf ihrer Homepage noch darüber, dass alle internationalen Züge bis Mitternacht noch von der Polizei durchsucht werden. Und wie die ÖBB schreibt, kann das natürlich noch zu Verspätungen führen. Aktuell sind alle Verspätungen aufgehoben, der Bahnverkehr, der läuft wieder. Aber eben bis in der Nacht kann es aufgrund dieser Untersuchungen noch einmal zu Verspätungen kommen. Und alle Bahnreisenden sollten sich also darauf einstellen.